So, blubber, blubber. Boah, hat die hier viele Einheiten. Das ist schon nicht so übel, was die hier stehen hat. Aber wenn wir das hier alles wegbomben. Ja, das geht dann schon. Hoffe ich. Wahrscheinlich stelle ich mir das jetzt wieder einfacher vor, als es danach ist. Gehst schon mal hier an die Grenze und versteckst dich. Genau, die U-Boote hier, die können so meine Flanke abdecken. So, hier sind schon drei drauf. Einer fehlt noch. Ja, du kannst es. Ach nee, du hast noch zu tun. Du hast noch zu tun, mein Freund. Ja, unser goldenes Zeitalter ist leider vorbei. Aber vielleicht bekommen wir bald schon wieder eins. Bautrupp, du hast Pause. Und noch ein Flugzeugträger. Zack, zack, zack. Oh nein, das wollte ich nicht. Jetzt habe ich die falschen genommen. Ach, shit. Das kommt immer davon, wenn man zu schnell klickt. Ja, gut, komm. Gehst da dahin. Und noch ein U-Boot. Oh, gleich dreimal. Nicht schlecht. Ja gut, hier unten kommt eh nichts, sag ich mal. Ist eigentlich ganz lustig. Eigentlich kann die gegnerische Marine nur von hier oben kommen. Und noch ein Bomber. Sehr gut. Dann bist du voll beladen. Und noch ein Bomber. Und wo waren die? Dreidecker. Hier waren die Bomber drauf. Okay, auf dem rechten. Vielleicht. Na, okay. Machen wir den hier noch mit Stadtbeförderungen voll. So, Ankara. Was mache ich mit dir, Ankara? Du kriegst du auch mal ein Krankenhaus. So, erlassen. Weltideologie, Autokratie. Bäm, 12 Stück. Nächste Runde. Oh, Katharina hat das Manhattan Project abgeschlossen. Da müssen wir natürlich auch aufpassen, dass die KI nicht zu schnell an Atombomben kommt. Hat mich jetzt ohne Scheiß gerade der Bogenschütze, hat er jetzt mein U-Boot beschossen? Das ist ein schlechter Witz, oder? Oh Mann. So, hier ist noch ein U-Boot. Dahin. Ah, verdammt, das ist nicht verabschiedet worden. Ach, ich probiere es einfach nochmal. Das Bessere fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ah, Russland geht auf Kultur oder was? Interessant. Der Weltkongress wird zu den Vereinten Nationen. Yeah. So, dann gehst du mal nach Moskau. Und wieder ein Bomber. So, hier drauf. Sehr gut. Mein U-Boot.
Geht mal da hoch. Bis dahin. Und Gastgeber. Wer könnte ein besserer Gastgeber sein als ich? 16 Stimmen habe ich jetzt. Das ist schön. Haha, ich habe einen indischen Spion getötet. Bam. Oh, tut's dir leid, hä? Ja. Krieche vor mir, Gandhi. Krieche. Ich zeige mich auch großzügig und vergebe dir. Oh, wir machen jetzt gerade Minus. Oh, jetzt werden sie echt teuer, die Militäreinheiten. Jetzt sollte ich langsam dann vielleicht mal die Bremse reinhauen. Okay. Das wäre jetzt der zweite. Und jetzt haben wir hier noch einen Bomber. Ne, komm, ich mache jetzt nur noch Jäger drauf. Ich glaube, den lösche ich. Sonst wird es echt zu teuer. Genau, hier kommt noch ein Dreidecker drauf. Dreidecker, Dreidecker, Dreidecker. Und dann reicht das auch. So. Und das U-Boot hier, das kann ich glaube ich auch canceln. Hatte ich nicht noch irgendwo einen Flugzeugträger gebaut? Ja, die kann ich auch canceln. Da baue ich lieber was anderes. Kann ich das jetzt nicht mehr abbrechen? Na, gut. Schade. Bau mir doch mal ein Stadion. So, und in Konya baust du mir ja mal ein Museum. Und hier würde sich vielleicht so ein Wasserkraftwerk lohnen. Der Fluss ist ja hier schon ein bisschen, ja, zumindest ein klein bisschen länger. So, und das mache ich gleich wieder kaputt. Sonst geht mir das zu sehr auf die Einheitenkosten. Samsun! Na, die Fabrik war hier eigentlich ziemlich nutzlos. Bau mir mal das da. Und mein Bautrupp, der geht jetzt wieder nach, oder zumindest hierhin an die Kreuzung. Derweil ist dann nächste Runde mal ein Kosak. Ein Kosak, na sowas. Ding ding. Budika regt sich schon wieder wegen. Aua. Ist die Kunst unsichtbar. Oh, 84. Verdammte Axt. Das wird jetzt echt zu teuer. Dies ist ein kleiner. So, wir sind Atomzeitalter. Wir haben noch einen großen Ingenieur bekommen. Also gut, jetzt müssen wir wieder ein paar Frachter einsetzen. Jäger. Luftraumsäuberung, Luftraumsäuberung, Luftraumsäuberung. Du gehst auf das Boot. Ah, und hier haben wir jetzt noch einen Flugzeugträger. Ne, den brauche ich nicht mehr. Der wird weggemacht. Dann wird jetzt hier wieder ein bisschen Islam verbreitet. Und hier ist noch ein Jäger fertig. So.
Und den kann ich jetzt schon wieder upgraden. Eieiei. Eieiei. Kommst du nicht hin? Jetzt vielleicht? Nein? Kannst du nicht so weit fliegen? Jetzt. So, ein Jäger noch. Der wird dann gleich hier fertig. So, Edirne. Was baue ich jetzt hier? Auch mal ein Krankenhaus. Bursa. Flughafen. Na, das kostet 5 Unterhalt, das ist zu teuer. Das bringt mir nicht auch nichts. Das hier kostet nichts. Das kostet nichts. Istanbul. Ja, werden nur noch Sachen gebaut, die nichts kosten. Delhi. Börse bringt Geld. Sehr gut. So, und ich glaube, hier werde ich mich mal von ein paar Schiffen verabschieden. Kann ich die Panzerdinger eigentlich schon upgraden? Nein, auch noch nicht. Aber ich würde sagen, die Freibeuter. Von den Freibeutern verabschiede ich mich jetzt mal. Ich muss so ein bisschen meine Kosten drücken. Wobei die jetzt nicht so viel bringen wie gedacht. Hier ist noch einer. Minus 42, boah, das ist immer noch. Ja, jetzt müssen leider auch ein paar von denen dran glauben. 39, aber das bringt fast nichts. Mama. Ja, Schiffe werden jetzt durch Flugzeuge ersetzt. So viele Schiffe habe ich jetzt doch gar nicht mehr. Minus 23. Ob ich das noch irgendwie reinkriege wieder? Muss ich halt ein paar Städte da mal Gold produzieren lassen. Einfach. Und ich habe einen neuen Spion. Den könnte ich noch zur Spionageabwehr Konya oder Delhi oder Samsun. Oder ich schicke ihn mal nach Russland. Nach Moskau. So. Und du? Buddelst dich jetzt nach Edirne. Mein zweiter voller Flugzeugträger kommt mal hier hin. Du gammelst hier rum. Oh, ich glaube, wir haben viel zu wenig Zeit. Ich glaube, ich werde das nicht mehr schaffen. Ah, das ist doch echt Mist. Ich war schon wieder zu langsam einfach. Aber ich möchte euch natürlich trotzdem dann noch ein bisschen Action bieten zum Schluss. So, und der dritte Flugzeugträger. Der geht hier hin. So, du guckst mal. Noch ein bisschen aufklären kannst. Jäger. Schau, wenn ich jetzt hier Gold produziere. Ja, das macht dann schon ein bisschen was. Und zum Beispiel ein Ulu. Ah, ich brauche noch Fallschirmjäger. Da brauche ich noch ein paar. Komm, dann hauen wir hier noch. Das ist Wahnsinn, ey. Ich brauche nur eine Runde in dieser Stadt. Ja, hauen nochmal 5 raus. Ah, ne, 2 Runden brauchen sie. Okay. So. Jäger kann schlafen.
Du machst mal unebenes Gelände. Und mal diese Heilfähigkeit. So, wie funktioniert das jetzt? Kann ich die jetzt eigentlich auch? Nee, oder? Die kann ich nicht auf Flugzeugträgern platzieren. In freundlich gesinnten Gelände kann ich die nur landen lassen. Ah, verdammt, das heißt, ich brauche erst einen Brückenkopf, ne? Fünfundsechzig Stärke haben die. Wie viel hat so einer? 50. Na gut. Der hat überhaupt keine Sichtweite, der Typ, ne? Was für ein schlechter Spion. So. Börse ist hier fertig geworden. Habe ich sonst noch irgendein Gebäude, das mir Geld bringt? Oder was nichts kostet? Das gibt noch ein bisschen Wissenschaft. Ja, komm, das machen wir noch. Das gönnen wir uns. So, und jetzt. War es das schon? Ja, sehr schön. So, zweiter Flugzeugträger ist da. Jetzt beschießt er mich schon wieder, Alter. Was ist denn das für ein... Für eine kleine Ratte. Tennoch Titel. Oder war das die Hauptstadt? Boah, die hat den jetzt komplett vernichtet, ne? Stimmt, der ist ja ganz weg. Eieiei. Was ist denn jetzt hier die Hauptstadt gewesen? Da musste ich mal auf die Siegbedingungen gucken. Wo finde ich die nochmal? Hier. Tenochtitlan. Ah, die natürlich. Verdammt. Verdammt, verdammt. Na gut. Ich werde auf jeden Fall jetzt schon mal langsam die Typen hier alle ins Wasser bewegen. Oh, nerv halt. So. So. Das war der vorherige Weg. War das einer von denen hier? Ja. Ja, wobei brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Bringen wir jetzt lieber mal ein bisschen Geld in die Kasse. Gehst mal hier runter. So, was bauen wir jetzt hier noch? Na komm, ich brauche Geld. Ich brauche jetzt erstmal Geld. Auch zum Einheiten modernisieren.